Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kart Rider Drift. Wie einige von euch schon sehen können oder hören können, besser gesagt, ist meine Stimme und meine Facecam nicht synchron. Und ja, das liegt an folgender Sache. Und zwar ist das Ganze jetzt hier nachkommentiert. Und ja, da in der Aufnahme, was mir immer wieder passieren kann, leider Gottes. Aber ich habe in der Aufnahme vergessen, die Stimme zu aktivieren. Sowohl von mir als auch von Anubis, der hier mitfährt. Jan Bayer ist auch mit dabei, allerdings war er nicht im Discord, sondern ist stets übers Handy mitgefahren. So, wir zeigen euch heute auf jeden Fall 4 Rennen. 2 im Turbo-Modus, 2 in Item-Modus. Wie ihr schon sehen kann, Item-Modus, da hat gerade Anubis meine Bombe abgewehrt. Sehr, sehr cool gemacht. Aber, na gut, dafür kann er nicht das UFO abwehren. Das UFO hat aber auch Jan getroffen und nicht Anubis. Ich setze mich mit dem Turbo ganz schnell voraus, werde aber getroffen von einem Wasserballon, Anubis genauso. Und ja, es tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass heute die Stimme nicht ganz funktioniert. Ab dem 4. Rennen wird mir auf jeden Fall wieder die Stimme hören. Da habe ich es dann eingeschaltet. Also das letzte Rennen könnt ihr nochmal sehr toll genießen. Leider die anderen 3 Rennen jetzt nicht so. Wir starten jetzt übrigens schon in die 3. Runde. Ich natürlich leider als letzter. Aber gut, das soll noch nichts heißen. Anubis ist direkt vor mir aktuell. Und ja. Ihr könnt ihn aber trotzdem noch besiegen. Jan Bayer wird schwer. Er ist vorne auf der 1. Ob wir ihn noch besiegen können, das sehen wir gleich. Erstmal hau ich hier auf Jan Bayer noch eine Bombe raus. Der wurde von einer Wasserfliege erwischt. Und auch das und auch ich erwische 2 oder 3 Leute mit der Wasserbombe und bin somit auf den 3. Platz. Und somit kann ich mir den Sieg schmecken lassen von unseren 3 Leuten. Aktuell Platz 2. Das ist sehr, sehr gut. Auch eine Gesamtwertung sieht das ganz gut aus. Also Anubis 5. Jan Bayer 6. Das erste Rennen lief also mehr als gut für uns. Im 2. Rennen geht es in Turbo-Modus. Dazu erkläre ich gleich mehr. So, der Turbo-Modus funktioniert hier folgendermaßen. Und zwar werden wir oder fahren wir eine Strecke. Allerdings kein Item, sondern ihr seht schon unten ist ein Balken. Wenn wir fahren, füllt sich dieser Balken. Sollte sich dieser Balken einmal komplett gefüllt haben, kriegt man dieses Item namens H2O. Ne, N2O, nicht H2O, sorry, N2O. Und das ist der Turbo. Ganz wichtig hier zu sagen ist, man kann bis maximal 2 Turbos halten. Und im Duo- oder Trupp-Modus von Tempo hat man noch eine zweite Spur unter dieser ersten Spur. Die ist allerdings so bläulich und das bedeutet, diese bläuliche Spur, dass diese Spur praktisch genau das gleiche macht, nur dass dieser H2O, egal wie, ob ihr beide aufgeladen habt, wenn diese einmal aufgeladen ist, der blaue Streifen unten dann, den sieht man jetzt hier nicht, wenn wir solo fahren, dann wird aus dem roten N2O einen blauen N2O, der zum einen länger hält und ich glaube sogar stärker ist als der normale. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Vor allem gibt es das in Duo und Trupp, nur in Solo. Ja, braucht man das nicht. Ansonsten werden wir euch auf jeden Fall noch Solo und Trupp mal irgendwann zeigen. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Modus, den wir euch unbedingt mal vorstellen müssen. Aktuell für euch hier gut auf dem 2. Platz. Man muss natürlich aufpassen, wie man hier fährt. Das werdet ihr aber gleich noch sehen. Und ja, Solo und Duo werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Auch so im Item-Modus als auch im Tempo-Modus. Ich will aber, muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Tempo-Modus. Also ich denke mal nicht, dass wir das so häufig bei mir in den Parts sehen werden. Ich bin eher für den Item-Modus. Der ist sehr viel interessanter und sehr viel spannender. Aber na gut, was soll's auch, ne? So. Aber egal, wiederum geht's weiter. Hier im Tempo-Modus. Was auch noch wichtig ist zu wissen bei Duo und Trupp. Hier habe ich mich einmal schön verdriftet. Schade eigentlich, aber okay. Das, wenn man bei Duo und Trupp, wenn man in Teams sind, kann man von den Teammitgliedern die Items bzw. die Tempos sehen. Das heißt,
Sollte hier Anubis mit in meinem Team sein, wenn wir Duo gefahren wären, hätte ich jetzt sehen können, der hätte jetzt zum Beispiel, oder sieht er jetzt, dass ich ein N2O habe, ein rotes, was ich jetzt auch benutzt habe, oder er würde sehen, dass ich ein rotes und ein blaues habe und nur ein blaues. Das würde man sehen. Genauso würde man auch im Item-Modus die Items von dem Mates sehen. Das heißt, bei dem Trupp, wo man vier Leute sind, sieht man von allen vier Spielern die Items. Im Duo ist halt von seinem Partner die Items. Und übrigens hat diese Strecke nur zwei Runden und aktuell ist Anubis auf der 1, ich auf der 2 und Jan Bayer auf der 3. Also es könnte sehr interessant werden, das Rennen noch. Und hier gibt es auch nur zwei Runden statt drei, was mich ehrlich gesagt in der Aufnahme schon ein bisschen verwirrt hat. Denn ich habe schon gedacht, es gibt hier drei Runden. Aber da hat mich Anubis nochmal ganz, ganz kurz überholt in der letzten Kurve, in der letzten Millisekunde und ist somit auf der 1 geplatziert worden. Jan Bayer auf der 3. Ich habe es nur auf die 2 geschafft. Ja, so viel wie das ganze Gute. Ich habe mich hier geärgert, dass hier zwei Runden waren, keine drei, weil ich mich auf die dritte Runde eingestellt habe. Aber nein, hier gab es nur zwei Runden. Auf zum nächsten Item-Modus. Und ich ärgere mich auch, dass ich die Stimme nicht eingeschaltet habe. So, der Gletscher im Eisbrecher Pass ist unsere dritte Strecke und die spielen wir wieder im Item-Modus. Das wird sehr, sehr interessant. Ich kämpfe ja mit Anubis gegen ein Item. Und ich kriege gleich mal die Bombe, die er abbekommt. Jawohl. Und auch gleichzeitig kriege ich Turbo, aber gleichzeitig kriege ich auch selber eine Bombe von Jan Bayer ab. Sehr interessant. Hier werden alle einmal geblitzt. Außer ich, komischerweise. Aber es ist auch egal. Das soll mich nicht stören. Somit habe ich mich halt wieder auf Platz 1 gesetzt. Die Banane, die schmeiße ich einfach mal nach hinten. Ich glaube, es gibt sogar keine Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Ich hatte ja euch ein Hindernis getroffen. Und Jan Bayer ist in meine Banane gefahren. Finde ich sehr, sehr cool. Ansonsten werden wir mit Magnet. Ich habe zwei Schilde und kann somit von zwei Items gleich alles abwehren. Dass das direkt von mir erschienen ist, hat mich sehr überrascht. Aber überraschter bin ich, dass ich immer noch Erster bin. Und Anubis nur auf die 2 und ist nicht an mich rangekommen. Finde ich schon mal interessant. Hier habe ich auf seiner Anubis abgewehrt. Die Banane lege ich einfach mal in den Weg. Diese Wasserbombe konnte ich dann nicht mehr abwehren. Da bin ich auch komplett beschissen reingefahren. Auch diese Bombe von Jan konnte ich nicht abwehren. Bin somit nur auf dem dritten Platz. Mein Turbo ist aus irgendeinem Grund auch weg gewesen. Also den konnte ich nicht mehr zücken. Ja, ansonsten aktuell Anubis 1, Jan 2, ich 3 in der zweiten Runde. Das könnte also noch entspannt werden. Jan Bayer legt mir hier eine Banane direkt vors Auto, wo ich natürlich reingefahren bin. Ich weiß gar nicht, ob meine Wasserbombe irgendjemand getroffen hat. Allerdings, diese hat mich getroffen. Die war halt direkt auf mir und somit bin ich nur auf dem 7. Ne? Was für mich halt schon der letzte Platz ist. Aber gut, davon wollen wir nicht weitergehen. Der dritte Platz ist trotzdem noch aktuell drinne. Ob der zweite und erste drin sind, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber die sind nicht so weit entfernt. Zumindest Anubis habe ich getroffen. Das heißt, dass ich vor Anubis jetzt bin und Jan Bayer kriegt ein UFO ab. Das ihn natürlich ein bisschen zurückwirft. Die Bananen kann man natürlich leider nicht nach vorne schmeißen. Auch hier diese Barrikaden habe ich sehr gut gemeistert. Und ich kriege natürlich jetzt auch eine Bombe von Anubis ab, der sich kurz nach vorne setzt. Und das letzte Item entscheidet und ich kriege natürlich die Banane. Damit kann ich halt nichts machen, die Banane. Kann ich halt nur nach hinten werfen, nicht nach vorne. Somit musste ich zwingendermaßen auf dem dritten Platz sein. Anubis auf der 2 und Jan Bayer auf der 1. Jetzt kommen wir zum letzten Rennen. Und da kriegt ihr wieder eine wunderschöne Stimme von mir und Anubis. Also, ich würde sagen, das letzte Rennen ist übrigens nochmal ein Temporennen. Also dann viel Spaß im Temporennen. Und schaut übrigens auch noch bei der Folge bei Anubis heute, da haben wir auch noch eine gedreht. Also, jetzt erstmal zum letzten Rennen. Das sind immer die ärgerlichsten Momente. War hier Abfahrt. Ja, die Abfahrt. Mal schauen. Letztes Rennen heute und hör jetzt auch mit Ton. Ich habe eben gerade wieder verkackt. Ich weiß nicht, woran das manchmal liegt. Ich glaube, als ich gestreamt habe, habe ich dann den Ton wieder ausgemacht, weil meine Endsequenz kommt. Da ist mein automatischer Ton bei mir aus. Und den vergesse ich immer wieder anzumachen. Oder der wird automatisch angemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin da absolut verwirrt manchmal. Egal. Die Abfahrt. Sind wir nicht die schon im letzten Part irgendwie gefahren? Fällt mir so auf. Letzter Part sind wir gar kein Turbo gefahren.
Oder war das auch wieder im Grund? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass wir irgendwie letzten Part irgendwie schon gefahren sind. Irgendwas war da. Aufwärmen. Ja, oder aufwärmen. Irgendwas war da. Ich erinnere mich auf jeden Fall an die Strecke. Also übrigens, du hast ja in meinem letzten Video kommentiert. Du, ich habe deinen Namen nicht in den Mund genommen, ja? Das war der Kollege, der hier im Discord ist, damit verantwortlich. Wofür? Ach, nur, dass es so einen Knebelvertrag gibt für ihn. Ach so. Und dass sein Name wieder im Video vorkam. So. Muss ich nicht verstehen, oder? Nee, brauchst du nicht. Okay. Nur irgendwann wird noch die erste Maschine einen Knebelvertrag für Anubis machen. Nur, das weiß er noch nicht. Ach so. Ja, dann. Dieser Moment wird vollkommen egal. In dem Sinne egal ist, wer von uns als erstes reinkommt. Ja, so. Ich ziehe da mal ganz schnell an euch vorbei. Ich bin immer weg. Okay. Finde ich gut. Ich will jetzt mit den Joke bringen, aber nee, den lasse ich diesmal stecken. So, gucken wir mal. Das war gut. Bin irgendwie vorbeigekommen. Anubis steht direkt irgendwie hinter mir. Verdriftet sich komplett und haut mich damit noch weg. Bleiben wir in der Gruppe für immer zusammen. Ich will weg von euch. Lasst mich hier, ich bin ein Zau, holt mich hier raus! Apropos, kamen wir dieses Jahr wieder, ne? Zumindest hab ich hab's wieder geschaut, wie immer. Okay. Warum auch immer man das tut, aber ja. Keine Ahnung, ich find's, ich find's interessant manchmal. Na dann, seid ihr gegönnt. Ja, den einzigen, wo ich auf jeden Fall nichts mit dem anfangen konnte, ist dieser komische Kondalis gewesen. Keine Ahnung, von wem du da redest. Ja, frag nicht. Es ist eine andererseits geile Staffel irgendwie, andererseits auch mal eine komische Staffel. Also irgendwie alles im einen. So, ich bin übrigens durch. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber eine gute Sekunde voraus, wie habe ich das gemacht? Hä? Keine Ahnung. Okay, das ist keine weird. Ahnung. Egal. Ja. Am Ende nochmal gewonnen. Ja. Das war's für diese Folge. Der Fail am Ende ist jetzt natürlich scheiße gelaufen, aber es wurde ja nachkommentiert zum Glück für euch. Ansonsten sehen wir uns dann irgendwann wieder in der nächsten Folge von Card Warriors Rift. Also, hoffentlich dann wieder mit Anubis. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.